Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Bevor ich mit meinem Beitrag beginne, mit dem zweiten Teil, möchte ich mich noch schnell für die Reaktion bedanken, für die Rückmeldungen auf meinem Weblog. Das hat mich einerseits total gefreut, andererseits natürlich auch erschrocken, weil ich war zwar in Frauenhäusern und habe einige Frauen kennengelernt, aber dass es dann doch so viele Menschen sind, hat mich erstaunt und es sind mit Sicherheit noch viel, 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 viel mehr. Was ich beim letzten Mal vergessen hatte zu sagen, ist, dass natürlich auch Frauen von Frauen, ja, in lesbischen Beziehungen misshandelt werden können. Und natürlich haben die es nicht einfach. Im Grunde genommen ist es völlig gleichgültig, ob du in einer homosexuellen Beziehung bist, in einer heterosexuellen Beziehung, wo du herkommst, was du glaubst, ob du Geld hast oder keines, ja, in welcher Gesellschaftsschicht. Dieses Problem, da kannst du in jeder Schicht drauf treffen. Das ist traurig, aber wahr. Und das heißt auch nicht, dass die Opfer besonders dumm wären. Das kann sogar sehr intelligente Menschen treffen, ja. Professoren, sehr kluge Köpfe. Das hat also nichts mit der Intelligenz zu tun, dass jemand dumm wäre, dass er auf sowas hereinfällt oder in der Art, sondern einfach mit der Manipulation. Wir reden hier von Manipulation und Manipulation fängt ja schon bei der Werbung an. Das ist jetzt harmlos, sage ich mal, aber es ist auch Manipulation, wenn du dann irgendwelche Sachen kaufst, die du eigentlich gar nicht brauchst, ja? Weil dir suggeriert wird, dass du das jetzt unbedingt haben musst, damit du glücklich bist, damit du hip bist, ja. Das ist auch Manipulation. Und wenn man von diesen Mechanismen nichts weiß, dann kann man da recht schnell ein Opfer werden. Natürlich gibt es noch Faktoren, die das noch beschleunigen. In meinem Fall zum Beispiel war ich deshalb alleine gut zu manipulieren. Nicht nur, weil ich das alles nicht wusste, weil darüber wird man ja nicht aufgeklärt in der Schule. Über Drogen wurde ich aufgeklärt, deswegen habe ich die schlimmen Dinger gar nicht erst genommen. Ja, aber über sowas wurde ich nicht aufgeklärt. Sonst hätte ich es vielleicht schneller erkannt. Zum einen. Aber zum anderen hauptsächlich habe ich auch eine Vorgeschichte. Ja, meine Stiefmutter, die hat mich jahrelang verprügelt, ja. Und da gab es meistens nicht mal einen Grund. Das hat die einfach gemacht, wie die gerade Laune hatte. Ich wusste teilweise gar nicht, warum eigentlich. Das war bei uns schon ziemlich heftig. Also ich habe da schon suggeriert bekommen von ihr, du bist nichts. Ja? Das war sehr, sehr schlimm für mich, immer auch dort in Angst zu leben, nie zu wissen, was ist jetzt. Deren Laune konnte genauso schnell von einer Sekunde auf die andere umschlagen. Das heißt, dieses Muster, was mich da mit diesem Mann erwartet hat, kannte ich in einer anderen Form schon in meiner Kindheit. Und ja, wie gesagt, zu Selbstbewusstsein wurde ich jetzt nicht gerade erzogen. Leider nicht. Ja. Und das nächste, was mir auf der Seele liegt, ist, euch hat sehr beschäftigt, was die Reaktion von meinem Umfeld angeht. Und zwar wohnte bei uns in dem Haus, wo ich mit ihm dann irgendwann hingezogen war, gab es eine Einliegerwohnung und da wohnte eine Frau mit ihren zwei Kindern. Und der habe ich das erzählt und habe sie auch um Hilfe gebeten. Die hat mir das allerdings nicht geglaubt. Die hat mich sogar wieder zu ihm hochgeschickt. Ich wollte, dass sie mich wegfährt, ja, ins Frauenhaus oder irgendwo hin. Sie hat mich wieder hochgeschickt, sie hat ihn reingelassen, hat gesagt, das glaube ich nicht, so ein guter Mann, du hast ja psychisch deine Probleme, ja. Das war schon ein ziemlich starkes Stück, muss ich mal sagen, dass sie das gemacht hat. Also sie hat da, ist mir da voll in den Rücken gefallen. Ich kann bis heute nicht so ganz verstehen, warum sie das gemacht hat. Manche meinen, die wollte vielleicht was von ihm. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wirklich nicht. Auf jeden Fall hatte ich dann kein wirkliches Vertrauen mehr zu meinen Nachbarn oder irgendwem hinzugehen und ihn nochmal um Hilfe zu fragen. Und das, obwohl bei uns in der Straße ein Pärchen wohnte, die mich wirklich mochten. Also ich habe es gemerkt, die mochten mich, die mochten meinen Gesang und die wollten mir auch helfen, irgendwie musikalisch weiterzukommen. Und selbst denen konnte ich das nicht erzählen. Ich habe denen zwar erzählt, ich war im Frauenhaus, ja, aber nicht weswegen. Also wegen wem? Sie dachten, das wäre irgendeiner, ja, meiner früheren Männer.
Aber auf der anderen Seite, ja, wie hätte das ausgesehen, ja? Ich war da ja schon im Frauenhaus, als ich die kennengelernt hatte und bin zu dem zurückgegangen und dann soll ich denen die Wahrheit erzählen, wie hätte das ausgesehen? Erstmal wusste ich nicht, ob sie mir geglaubt hätten und wenn sie mir geglaubt hätten, ob die mich nicht für völlig bescheuert gehalten hätten. Ja. Das war schade, ich weiß nicht, vielleicht hätten sie mir geholfen, vielleicht auch nicht, ich werde es wahrscheinlich nie erfahren, ich habe da auch keinen Kontakt mehr zu, werde auch keinen aufnehmen, überhaupt in die ganze Gegend nicht mehr. Aber ja, man kann Glück haben mit dem Umfeld oder auch nicht. Ich hatte halt nicht so ein großes Glück. Womit ich aber auch, bis auf diese eine Frau, die mir nicht geglaubt hat, schon da habe ich schon auch selber was mit zu tun. Ja, ich konnte halt einfach auch nicht mehr vertrauen, da war zu viel Angst. Ich wusste ja auch nicht, ob die holen gehen und ihm das erzählen. Um Gottes Willen, da wäre was los gewesen. Und der letzte Punkt, der mich noch total nachdenklich macht, ist die Sache mit den Krankheiten, mit den Diagnosen. Dann habe ich gelesen, nicht nur bei mir jetzt in den Kommentaren, sondern generell, dass diese Menschen Narzissten genannt werden. Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich bin kein Psychologe. Ich weiß aber, dass man damit sehr vorsichtig sein muss. Nur weil einer bestimmte Verhaltenszüge aufweist, ist er noch lange nicht Narzisst. Ich wurde jahrelang für Borderlinerin gehalten, für eine Borderlinerin und ich bin keine Borderlinerin. Das hat man dann auch rausgefunden. Aber die Leute haben meine Arme gesehen, ach, Borderliner, verletzt sich selbst, alles klar. Nein, falsch, in mich. Das, was augenscheinlich so aussieht, ist meistens nicht so. Ja? Und ich sag mal, wir sind alle keine Psychologen, die sich da ein Urteil erlauben können. Und selbst ein Psychologe kann sich auch mal irren. Für mich, sage ich mal, sind das in erster Linie Menschen. Ob Täter, ob Opfer, sind Menschen. Und Menschen machen etwas, die vollziehen Handlungen. So. Ja, also wenn ich Scheiße baue, dann kann ich nicht sagen, ich hatte so eine schlechte Kindheit, ich bin ja so krank, deswegen kann ich das entschuldigen. Nein, Bullshit. Ich bin für meine Handlungen selbst verantwortlich. Jeder ist das. Es sei denn, es ist jetzt wirklich irgendwo als Geisel gefangen, aber ich sag mal, jeder normalsterbliche Otto-Normalverbraucher ist ab dem Erwachsenenalter für seine Handlungen selbst verantwortlich. Ja, natürlich kann man auch diese Handlungen beeinflussen und darum geht es ja auch letzten Endes in dem, was ich erzählen will. Und erzählen will, jetzt komme ich dann auch mal zur Geschichte, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Ich hatte ja erzählt, wie ich ihn kennengelernt habe und dass ich begeistert war, dass er mich so angenommen hatte mit meinen Problemen, psychischen Schwierigkeiten, der Borreliose, die sich so äußerte, dass ich manchmal so eine Art Lähmungserscheinungen hatte. Ja. Da war ich glücklich, endlich ein Mann. Und ich dachte, boah, der nimmt dich, wie du bist. Und nicht nur das, er erzählte mir auch noch, dass er Schulden hatte. Ich meine, und kein Geld, trotz seiner Gewächshäuser hat er Schulden. Bis unter das Dach. Das hat mich nicht abgeschreckt. Im Gegenteil, das fand ich sogar als ganz große Sache, ja, dazu zu stehen, das zuzugeben. Und ich bin jetzt nicht ein oberflächlicher Mensch, der sich seinen Partner nach den finanziellen Aspekten auswählt. Das fand ich ganz toll. Das habe ich ihm extrem hoch angerechnet, weil dazu echt viel gehört, ne? Zu dieser Ehrlichkeit. Und das Zweite war, was er mir erzählte, dass die Frauen ihn ja alle verarscht hatten und verlassen und hintergangen und was weiß ich nicht noch alles. Bis auf eine einzige, die hatte er dann verlassen. Ne? Aber alle anderen, das waren alles Miststück sozusagen. Der tat mir dann auch unglaublich leid, weil ich weiß ja, wie es ist, wenn es mit dem Partner nicht so klappt. Ja? Gut, egal was bei meinen Partnern waren, ich war trotz allem auch schon mitbeteiligt. Ich kann jetzt nicht sagen, nur die ganz alleine haben Bock missverzapft. Dazu gehören schon immer zwei. Aber ja, er tat mir halt leid. Ich dachte, dass es passt so zu deinem Blick auf ein Foto, dieses Traurige. Da habe ich mich ja nicht geirrt. Er hat was Trauriges in sich. Das ist eine, so eine verwandte Seele. Der weiß, was Leid ist. Ich dachte, das ist mein Mann. Und ich hatte Herzchenaugen. Ich habe mich wahnsinnig in ihn verliebt. Ich war ganz hin und weg, Wolke 7. Und deswegen ist mir das auch am Anfang gar nicht so aufgefallen, dass der so viel angerufen hat. Er ist selbstständig und hatte dann immer Sachen transportiert mit seinem Transporter für irgendwelche Firmen, irgendwas hin und her gefahren. Von daher hat er viel Zeit zum Telefonieren. Das hat er dann auch ausgiebig gemacht.
In der ersten Zeit haben wir uns total viel unterhalten. Was heißt unterhalten? Ich sage immer so, er hat gefragt, ich habe erzählt. Und ich gebe zu, ich war glücklich, dass ich endlich mal erzählen konnte. Da war endlich jemand, meiner Meinung nach, der sich für das interessierte, was ich zu sagen habe. Das kannte ich so gar nicht. Ja, ich hatte ein totales Defizit. Habe ich eigentlich immer noch so ein Liebesdefizit, weil ich nie Liebe groß gekriegt habe. Liebe, Aufmerksamkeit. Nur mit dem Unterschied, dass ich da heute vorsichtiger bin. Aber das war einfach so meine große Schwäche, an der er mich packen konnte, indem er mir Aufmerksamkeit gegeben hat. Er hat mir nicht nur Aufmerksamkeit gegeben, der hat mich mit Aufmerksamkeit quasi überschüttet. Ja, er wollte alles wissen bis ins kleinste Detail. Heute weiß ich auch, vorsichtig sein. Ja. Vor allem, er hat nie groß, bis auf diese zwei Sachen, was über sich preisgegeben. Das ist es ja. Sondern, ja, er hat immer nur gefragt. Gefragt, 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 um Informationen zu erhalten. Informationen, worüber, wie er mich später manipulieren kann, wie er mich anfassen muss, ja, psychisch, damit ich ihm dann irgendwann zu Diensten bin, sage ich ja mal ganz krass. Ja, und ich habe halt einfach erzählt, weil ich so glücklich war, dass mir endlich mal jemand zuhört. Ja. Und irgendwann aber war es einfach so, der Punkt, ich musste auch mal wieder trotz aller Verliebtheit mal ein paar Sachen machen, ja. Es gibt Sachen, die müssen erledigt werden. Der Haushalt, ich hatte einen Hund, der musste Gassi geführt werden. Ja, und ich brauchte auch mal Zeit für mich. Ich wollte ja meine Selbsthilfeprogramme weitermachen, an mir arbeiten, meine Hörbücher hören. Ich brauchte Zeit für mich. Aber das hat er so gar nicht akzeptiert. Er hat trotzdem immer angerufen, wollte dann immer wissen, wo ich war, obwohl ich zu Hause war, gerade eine Meditation versucht war zu Hause. Wo warst du? Ne? Oder klingelte dann einfach an der Tür, wo ich sagte, kannst du nicht anrufen? Wieso, willst du mich nicht sehen oder was? Ne? Und dann irgendwann hat er tatsächlich mal angerufen, aber in der Art wie, oder störe ich etwa? Ja, allein schon, das ist keine Frage. Es ist keine Art und Weise, irgendwo hinzukommen, irgendwo anzurufen, oder störe ich etwa? In dem Tonfall. Das hat er aber nicht nur mit mir so gemacht, das ist so grundsätzlich seine Art. Der lädt sich einfach von selber irgendwo ein. Er merkt gar nicht, dass er die Leute vielleicht stören könnte. Und hat so ein ruppiges, echt unhöfliches Verhalten. Ja. Ich sag mal, Erziehung gleich null. Zumindest in dem Punkt. So ganz aufdringlich. Also nicht nur bei mir, ich habe das auch bei anderen miterlebt. Das ist schon ganz schön frech und dreist und unverschämt. Aber ich hatte damals, wie gesagt, kein Selbstbewusstsein, kein Selbstwertgefühl. Sonst hätte ich da wahrscheinlich schon gesagt, ey, hör mal, Junge, so geht's nicht, ne? Stopp, beenden wir das gleich. Nein, ich war viel zu sehr froh, dass trotz allem er sich ja für mich interessierte und was ja vorher keiner so wirklich gemacht hat. Und tja, erst eigentlich, als dann sein Tonfall etwas rauer wurde, als ich dann immer rechtfertigen musste, wo ich gewesen war und warum er das wissen wollte, natürlich, er machte sich Sorgen um mich, ja. Er muss ja wissen, wo ich bin, es kann ja mir mal was passieren, bla bla bla. Oder so ein Unsinn. Und ich habe das auch noch geglaubt. Oder glauben wollen. Ich sag mal, das war wahrscheinlich ein Schutzmechanismus noch aus meiner Kindheit. Der, oh, was ist der Schutzmechanismus überhaupt? Und der heißt nämlich Verdrängung. Verdrängen das, was da war, und es mir schönreden. Und weil ich ihm ja schon so viel erzählt hatte über mich, über meine Probleme und über meine Arbeit an mir selbst, hat er genau da eingehakt und sagte dann auch, ja, du bist das halt nicht gewohnt, dass da mal so ein Mann ist, der sich mal endlich für dich interessiert, ne? Ich meine, guck mal, so einen wie mich, den kriegst du auch nicht mehr. Ja, du hast einfach Angst vor Nähe, glaube ich. Ja, musst du einfach durch und so. Ja, ne, ist klar, du hast einfach Angst vor dieser Nähe. So hat er mich voll gelabert und ich, dumme Gans, hab's geglaubt, weil ich glauben wollte. Also, ja, hat das richtig ausgenutzt, dieses Wissen. Und gegen mich verwendet, richtig gegen mich verwendet, meine eigenen Worte gegen mich verwendet, auf eine ganz bösartige Art und Weise. Und zwar so, dass ich dann irgendwann schon fast dran geglaubt habe. Aber ich sagte ja, der Tonfall wurde irgendwann rauer und ich kam zu nichts mehr, ich konnte nichts mehr wirklich machen. Da habe ich mal versucht zu meditieren und es klingelt, ja. Das war dann ständig, dass er mich dann, auch wenn wir verabredet hatten, wo ich sagte, ruf mal eine halbe Stunde an, dann bin ich in etwa fertig, dann rief er in 20 Minuten an.
Ja. Und wie, ich war nicht schnell genug am Telefon, da war aber was los, ne? Warum warst du nicht am Telefon? Wer ist gerade bei dir? Und so weiter und so fort. Und das wurde selbst mir irgendwann zu bunt und dann habe ich versucht, die Beziehung zu beenden. Dummerweise war er da gerade in meiner Wohnung. Und dann passierte Folgendes, eine ganz komische Verwandlung. Er wurde auf einmal ganz starr, bekam auch einen ganz starren Blick, eisig, richtig, so ein, kann ich gar nicht nachmachen, ich kann den Blick nicht nachmachen. Eiskalter, starrer Blick. Und fing dann an, mich festzuhalten, also mich ganz fest zu umarmen, da habe ich schon fast keine Luft gekriegt. Immer wenn ich weg wollte, hat er noch ein bisschen fester zugedrückt. Und wollte mir dann einreden, ja, du liebst mich doch und so. Ich weiß, dass du gar nicht wirklich willst, dass du nicht wirklich Schluss machen willst und so weiter und so fort. Und ich wollte mich da einfach daraus befreien, ja. Also mit der Nähe habe ich sowieso Probleme. Wenn mich jemand dann so festhält, ja, das ist kein schönes Gefühl. Er hat dann aber irgendwann gemerkt, durch sein Zureden konnte er mich nicht überzeugen. Und dann hat er nochmal umgeschaltet. Dann wurde der Blick gleich noch ein bisschen starrer. Und dann liest er mich mit einmal los und sagt er, ich will, dass du deinen Facebook-Status änderst, in Single. Ich sagte, hä, was? Ich dachte, was bestimmt der, was ich jetzt mache? Und in meinem Facebook ist mein Account. Ich sagte, ich will, dass du das machst. Ich sowieso. So, ja, du liebst mich ja nicht mehr. Das meinte ich eigentlich nicht mit der Frage, wieso. Ich meinte eigentlich was anderes. Aber ich kam da irgendwie gar nicht zu Wort und egal, was ich gesagt habe, es kam nicht bei ihm an. Er wiederholte sich und wiederholte sich und wiederholte sich. Immer wieder dasselbe. Ne? Wie so eine Wand, der hat nichts mitbekommen mehr, was ich so wirklich gesagt hatte. Und wenn er was mitbekommen hat, dann nur ein, zwei Wörter und daraus hat er sich dann einen neuen Satz. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich kriege das auch heute noch nicht hin, das zu beschreiben. Also das war echt heftig. Naja, irgendwann dachte ich, okay, dann holst du eben dein Handy und machst das, beziehungsweise ein Handy. Ich hatte ein iPod, sag ich mal, ein iPod. Dann hat er mir den iPod aus der Hand geschlagen. Das machst du nicht! Dachte ich auch, was ist denn jetzt los? Dachte ich. Und dann schmeißt er mir einfach meinen AirPod weg, ne? Teuer, die Dinger. Ich habe ihn auch noch geschenkt bekommen von meinem Vater. Da war ich fassungslos und ich hatte total Angst. Ne? Und da war auch wieder dieses Starre, was ich auch aus meiner Kindheit kannte, wenn ich dann angegriffen wurde von meiner Stiefmutter. Ja? Ich war dann auch wie erstarrt. Nicht nur wie erstarrt, also wenn ich mich gerade dieses übliche hatte, dann war ich wieder erstarrt. Und das hat mich dann zeitgleich auch irgendwie in die Vergangenheit versetzt. Heute kann ich das sehen, damals wusste ich es nicht, ich wusste nur, ich habe eine Riesenangst. Und ja, dann hat er dann die Fotos eingefordert von sich, ich habe noch Fotos von ihm, ja, und die habe ich ihm dann auch gegeben, weil ich so voller Angst war und die hat er dann vor meinen Augen zerrissen und auch weggeschmissen. In alle Richtungen. Und dann habe ich natürlich noch mehr Angst gekriegt. Ich wollte dann aufstehen, Polizei rufen, das war jetzt zum Telefon. Dann hat er mich am Handgelenk gepackt. Das machst du nicht, du bleibst hier. Und hat mich zurück aufs Bett gezogen. Ich dachte, der quetscht mir meinen Arm ab. Ne? So, der Dollar hat er zugedrückt, ich kann da nicht mehr weg. Und dann dachte ich, na Scheiße, was machst du jetzt? Also ich habe in dem Moment so eine Panik gehabt, der geht einfach nicht. Ich sagte, ich will, dass du gehst. Und sagt er auch nur, du kannst mal sehen, wenn du mich herauskommst. Ich bleib hier. Ja. Und irgendwann muss ich, es gibt nur noch eine Möglichkeit. Du musst ihm das sagen, was er hören will. Sonst wird er nicht gehen. Das habe ich dann gemacht. Hab ich gesagt, ja, du hast recht, ich habe Angst und so. Ich habe es jetzt eingesehen. Ich habe Angst vor mir und ich liebe dich und bla bla bla. Das hat er mir aber leider auch erstmal nicht geglaubt. Und hat dann noch verlangt, dass ich ihn noch liebevoll umarme. Das mach mal, wenn du solche Angst hast und solche Sachen erlebst. Und das war ihm dann nicht liebevoll genug. Ja, er wollte, dass ich zeige, dass ich ihn liebe, wie sehr ich ihn liebe, damit er mir das glauben kann. Das erinnerte mich auch jetzt im Nachhinein wieder so ein bisschen an die Situation meiner Stiefmutter, die mich dann so lange verprügelt hat, auf mich eingedroschen hat, bis ich gelacht habe. Die hat immer gesagt, lach, ich will, dass du lachst. Ja, so lange hat die geprügelt. Ich habe dann irgendwann versucht zu lachen, nur damit das aufhört. Und so ähnlich war das da auch. Er hat von mir verlangt, dass ich ihm zeige, wie sehr ich ihn liebe. Und das in einer Situation, wo ich fast versteinert war vor Angst, wo ich Panik hatte.
Aber ich wusste, wenn ich das nicht irgendwie hinkriege, dann geht er nicht weg. Irgendwann nach 4 Stunden, ich habe das jetzt hier mal schnell erzählt, das zog sich über mehrere Stunden hin, ist er dann tatsächlich abgezogen und war aus der Wohnung weg. Und ich wusste, das Schluss machen, das geht so einfach nicht. Scheiße, du wolltest eigentlich Schluss machen. Scheiße, was machst du jetzt, ja? Ich habe mich echt alleine gefühlt und konnte nicht mehr denken. Ich war fertig. Ich war wieder in meinen alten Angst- und Verdrängungsmustern, so wie früher als Kind. Das ist das, wenn ich zu viel Angst hatte, das war das, wie meine Seele überleben kann. Ich will dann einfach nicht sehen, was da ist und red mir das einfach schön. Ja? Er sagte dann ja auch immer mehr am Telefon, ja, du weißt das halt nicht, es ist klar, du bist ja auch krank und so. Er hat dann richtig da reingehauen, so richtig hässlich reingehauen. Irgendwann war er dann mal etwas länger weg und etwas weiter weg. Und dann fing er an, mich richtig zu beleidigen, weil er dann meinte, ja, dann ging es ja schon mit los, du alte Schlampe, du Miststück, wer ist gerade bei dir, ne? Und dann irgendwann wurde ich sauer. Und sauer werden ist immer gut, weil sauer werden nimmt die Angst weg. Deswegen ist auch wichtig, dass du sauer wirst, wenn du in so einer Situation bist. Das gibt dir die Kraft zu handeln, zumindest für den Augenblick. Wut ist stärker als Angst. Und dann habe ich das auch beendet. Er wollte natürlich gar nicht auflegen, er wollte das nicht hören, konnte aber nichts machen, er war jetzt etwas weiter weg. Klingelte dann auch Sturm, dann habe ich einfach das Telefon daneben gelegt, habe dann von meinem Handy meinen besten Freund in Berlin angerufen und ihn gefragt, was ich machen soll. Ja, ich dachte, was soll's machen? Polizei ist ja noch nichts passiert, was soll's machen? Und der sagte nur einfach ignorieren. Ich habe in meinem Herzen gespürt, dass es das eine echt schlechte Idee ist bei dem, dass das nicht funktioniert. Ich habe das Gefühl, ich habe es aber trotzdem so gemacht. Und das war ein ganz großer Fehler, weil mitten in der Nacht klingelte das Sturm. Und ich habe nicht aufgemacht, ich wusste, wer es ist. Und es klingelte Sturm. Und dann, als er merkte, er kam nicht rein, kam er hinten rum über meinen Garten, über den Zaun gestiegen und hämmerte an meine Glastür und drohte, dass er sie einschlägt, wenn ich nicht aufmache. Ich habe dann irgendwann mich aus der Starre lösen können, bin dann rüber, angsterfüllt zu meinen Nachbarn. Es war ein älteres Ehepärchen, ganz liebe Menschen. Und er ist dann auch hin und hat gesagt, wenn er nicht sofort verschwindet, dass er die Polizei ruft, ja. Und der ist dann auch gegangen. Ich musste dann leider noch mit dem Hund raus. Das war für mich ganz furchtbar. Was soll ich machen? Der Hund muss auf Klo, ja. Und die sind dann beide stehen geblieben in der Tür und haben mich grob im Blick gehabt, das Ganze im Blick gehabt, dass sie im Zweifel die Polizei anrufen können. Ich hatte trotzdem Angst vor sie. Ich wusste, die sind da, hatte ich trotzdem panische Angst. Ich bin nur kurz in die Ecke mit dem Hund und dann wieder zurück. Und ich habe wirklich nachts nur gezittert. Da kam mir auch nur SMS, wenn du die Polizei rufst, komme ich gleich wieder von ihm. Ich war wirklich... Ich war am Ende, ich konnte nicht mehr denken, ich war voller Angst, ich war fix und foxy. Ja. Und in diesem Sinne werde ich diesen Teil jetzt auch erstmal beenden, weil ich merke, das arbeitet in mir. Ich muss da auch erstmal wieder zur Ruhe kommen. Aber es geht weiter, keine Sorge, ich muss schauen, wann, nächste, übernächste Woche, je nachdem, wie ich mich fühle. Das Ding wird durchgezogen. Die Geschichte wird erzählt bis zum letzten Tag, weil ich hoffe mir auch für mich, dass ich irgendwann mal mehr Frieden mitmachen kann, auf irgendeine Art. Ja. Es ist einfach total belastend, das hängt in mir drin. Ich habe viel in meinem Leben erlebt, aber das hat mir wirklich noch das Letzte, das hat irgendwas in mir kaputt gemacht. Ja. Man kann sagen, mich erwachsen werden, das hat mir einen Teil die Lebensfreude geraubt. Ich habe mich zurückgezogen, ich habe Probleme, Menschen noch wirklich tief zu vertrauen. Und die an mich heranzulassen, das ist natürlich gut. Ich habe auf einer Art Sicherheit, auf der anderen Art ist es aber auch total einsam. Und ja, ich habe jetzt ein paar Jahre so gelebt in dieser Einsamkeit, Zurückgezogenheit. Und ich merke jetzt, es wird Zeit, das aufzulösen. Ich kann nicht mehr glücklich sein, ich kann nicht mehr wirklich richtig lachen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mal gelacht habe, vor wie vielen Jahren. Und es scheint alles so lange her. Und ich weiß... Ich habe ja versucht, mich abzulenken mit allem Möglichen. Das funktioniert auch alles, da nicht dran zu denken, solange ich abgelenkt bin. Aber wenn ich mal nichts zum Ablenken habe, nachts, wenn ich schlafe, dann kommt es wieder Nacht für Nacht. Ja, viele Nächte. Diese Wut und diese Angst. Und ja, Angst eigentlich weniger, aber vor allem Wut. Und ja, ich will noch mal leben. Ich will noch mal glücklich sein können. Und ich hoffe, dass... wenn ich das irgendwie mal aufgearbeitet, mir nochmal angeguckt habe, dass es dann vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung ist.
Und wenn nicht, dann habe ich aber vielleicht erreicht, dass es irgendwem hilft. Das wäre echt schön. Durch die Aufklärung, ja. Das ist einfach wichtig. Das Tabu brechen, egal wie.